In diesem Video erklären wir euch, wie man sich ein zweites Gehirn mit Hilfe eines Zettelkasten nach Niklas Luhmann aufbaut. Zunächst eine kurze Heranführung an das Thema. Ein wichtiges Grundprinzip des Wissensmanagement kann mit folgendem Zitat von Bruce Lee deutlich gemacht werden: Observe what is useful, reject what is useless, add what is specifically your own. Das bedeutet, dass man zu Beginn selektieren muss und nur das Nützliche aufnehmen sollte. Anschließend wird alles Nutzlose verworfen. Und im letzten Schritt werden eigene Expertisen und Erfahrungen hinzugefügt. Im Allgemeinen umfasst Wissensmanagement den Erwerb, die Entwicklung, den Transfer, die Nutzung und Speicherung von Wissen. Es gibt diverse Wissensmanagement-Modelle. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel das Seki-Modell, welches auf der rechten Seite dargestellt wird. Das ist alles wichtig. Allerdings gibt es einen weiteren wichtigen Gedanken von David Allen. Er sagt: Your mind is for having ideas, not for holding them. Hiermit ist gemeint, dass die Leistung unseres Gehirns mehr für die kreative Ideengenerierung verwendet werden sollte, als es als reines Speichermedium einzusetzen. Das gelingt, indem man sich ein zweites Gehirn aufbaut. Dieser folgt anhand von 5 Schritten. Wissen muss zunächst erfasst und organisiert werden. Letzteres ist wichtig für die Struktur. In den nächsten Schritten muss das Wissen nicht nur gespeichert, sondern auch geteilt werden. Aber auch das reicht noch nicht aus. Deshalb benötigt man eine systematische Erinnerung an das Wissen. Mit diesen Schritten kann man sich ein Zweitgedächtnis aufbauen, praktisch ein persönliches Lager für Wissen schaffen. Martha Stewart bringt jetzt noch einen weiteren wichtigen Grundgedanken ins Spiel. Sie bringt das auf den Punkt mit ihrem Zitat: Life is too complicated not to be orderly. Das bedeutet, Struktur und Ordnung spielen eine wesentliche Rolle und können als weiteres Grundprinzip verstanden werden. Um das zu erfüllen, gibt es Code, eine systematische Vorgehensweise, wie man von der Information zum kreativen Output gelangt. C wie Capture bedeutet, Information muss erfasst werden. O wie Organize steht für das Organisieren der Information. D wie Distill meint das Kondensieren und Zusammenfassen der Information. Und E wie Express bedeutet, dass die Information selbst ausgedrückt werden muss, damit sie zu Wissen werden kann. Aber wie konkret funktioniert ein Zettelkasten und was genau ist das? Fragen wir einen Experten. Die Wissensmanagement-Methode des Zettelkastens anhand des Beispiels mit Niklas Luhmann. Niklas Luhmann war ein deutscher Soziologe und Gesellschaftstheoretiker. Er lebte von 1927 bis 1998. Niklas Luhmann benutzte die Wissensmanagement-Methode des Zettelkastens und durch diese Wissensmanagement-Methode war er sehr produktiv. Er ist einer der produktivsten Forscher und hat annähernd 600 Publikationen veröffentlicht. Hier zu sehen auf der linken Seite ist Herr Luhmann vor seinem Zettelkasten und auf der rechten Seite sind Forscher der Universität Bielefeld zu sehen, die nach seinem Tod den Zettelkasten erforschen. Der Zettelkasten ist eine Wissensmanagement- und Notizmethode. Es dient als Denk- und Schreibwerkzeug und es hilft beim Speichern und Abrufen von Informationen. Der Grundbaustein des Zettelkastens sind die einzelnen Informationsblöcke, eben die Zettel. Der Zettelkasten ist Hypertext, er folgt dem Atomaritätsprinzip, heißt, dass jede Information, die innerhalb des Zettelkastens gespeichert ist, einzigartig sein soll und nicht eben zu Redundanzen führen. Und der Zettel ist immer persönlich innerhalb des Zettelkastens. Heißt, es soll nichts von Büchern kopiert werden, sondern es sollen sich eigene Gedanken gemacht werden und diese aufgeschrieben. Das Spezielle und Besondere an dem Zettelkasten ist die Funktionsweise der Verlinkung über die Metadaten. Durch diese Verlinkung entsteht eine Verbindung und eine Beziehung innerhalb des Zettelkastens zwischen den Informationen und dadurch entsteht eine Art wie ein neuronales Netz, die Informationen in sich verbindet und ebenso mächtig macht durch die einzelnen Verbindungen und Beziehungen intern. Der Aufbau des Zettels innerhalb eines Zettelkastens. Der Zettel verfügt über eine eindeutige Identifikation. Somit ist sichergestellt, dass jeder Zettel nur einmalig innerhalb des Zettelkastens vorkommt und er ist eindeutig zuordnenbar. Durch die Tags werden die Informationen und das Wissen innerhalb der Zettel
zugeordnet zu einer Struktur, um es besser einordnen zu können und besser gliedern zu können. Der Inhalt wird in dem Body des Zettels verfasst und da wird dann wirklich die Information oder das Wissen niedergeschrieben. Wie bei jeder guten wissenschaftlichen Arbeit gibt es Referenzen, die die Quellen des Wissens, beispielsweise ein Buch, noch mit anfügen. Die Zitate und Links vernetzen das Wissen mit dem bestehenden Wissen und machen dann einen Zettelkasten. Das Nummerierungsprinzip im Zettelkasten. Der Zettelkasten hat ein organisches Wachstum und ist dadurch mit nichtlinearer Verlinkung ausgestattet. Daher kommt auch die Magie. Um das kurz zu zeigen, dieses Beispiel, das man hier sieht, der Beginn ist eine normale, sage ich mal, Nummerierung und dann möchte man zu 1 Wissen hinzufügen und fügt es dann als 1a an, zwischen 1 und 2. Möchte man dann noch mal etwas zwischen 1 und 2 ergänzen, dann wächst man oder legt man es natürlich bei 1b an. Möchte man aber zu 1a nochmal das Wissen weiterführen und ergänzen oder beziehungsweise noch was Zusätzliches speziell zu 1a hinzufügen, dann wird es eben zu 1a1 und somit ist es kein linearer Wachstum, aber ein organischer Wachstum und damit wird auch dieses Netz immer weiter gespannt und die Informationen immer detaillierter verbessert und das Netz immer größer aufgebaut. Nur noch zum analogen und digitalen. Früher, natürlich gerade auch bei Luhmann, war das meiste der Zettel wirklich analog geschrieben. Heutzutage wird diese Wissensmanagement-Methode immer noch eingesetzt, jedoch wie hier zu sehen, digital, wo riesige Netze entstehen, die dann ineinander verlinkt sind und somit zu einem mächtigen Tool des Wissensmanagements wachsen.